Ja, ein herzliches Willkommen. Weiter geht's mit dem nächsten Stream hier zu Sims 4. Ich glaube, da ist jemand müde. Ach genau, wir hatten ja auch überlegt. Und du musst dich auch noch so ein bisschen einfinden. Das ganze Zeug muss hier mal langsam. Wieso pennst du eigentlich auf dem Sofa? Geh doch ins Bett. So, direkt konzentriert. Du bist am Zocken, aber ich glaube, wir haben hier die, auch irgendeine Aura aktiviert, wenn mich nicht alles täuscht, dass sie halt konzentriert sind, sobald die am Rechner rumwuseln. Yes. Ups, was ist denn hier mit der Galerie? Ja, Max ist wahrscheinlich die ganzen Sachen, oder? Okay. Ich könnte ja auch den aktuellen Sim mal hochladen. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht hochgeladen. Dann ist das alles mal etwas ausgeglichener. Mal schauen. Ja, dann kannst du hier noch eine Runde, was machst du, provozieren wahrscheinlich, ne? Jawoll! Du pennst dich noch ein wenig aus. Wie gesagt, du hast ja noch keinen Job. Das können wir eventuell später noch angehen. Wann musst du denn wieder? Ach, du hast dich frei. 2 ganze Tage. Ach ja, schön. Da könnt ihr noch ein bisschen hier abgehen, ein bisschen was unternehmen. So, während du schläfst, können wir uns um dich mal ein bisschen kümmern. Was hast denn du gerade? Dir geht's aber soweit gut, ne? So, genau, da war Nummer 2. Das da haben wir auch so. Na gut, so viel Geld haben wir gerade auch nicht. Ja, hier draußen können wir dann vielleicht nachher irgendwie noch ein Schaukel oder so Zeug reinbauen. Aber ich glaube, bis dann mal Kinder kommen, da haben wir noch Zeit. Ja, du hast ja, da du im Moment auch noch keinen Job hast, auch nichts großartig zu tun, also zu Dings. Zu lernen. Und glücklicherweise bist du einigermaßen selbstständig. Dann kannst du das direkt mal trinken. Musst ja schon wieder aufs Klo, dann passt es. Was kannst du? Ich glaube, du kannst jetzt nicht so unglaublich viel, oder? Ja, Shimba. Angeln kannst du und Videospiele kannst du. Gibt's Angeln als Beruf? Hört mal gucken. Tränke mixen üben wir vielleicht auch nicht so schlecht. Ich überlege, ob wir ihr. Also ich meine, so Grundkochen wäre nicht schlecht, aber ich eigentlich kann der Peacemaker-Sim kann ja hingehen und kann dann ja größere Portionen kochen und wenn er da mal nicht da ist, kann sie halt mitessen. Und im Idealfall essen sie sowieso zusammen. Je nachdem, wie halt dann die Arbeitszeiten sind nachher. Hat das Ding eigentlich auch irgendeine Aura?
So ein Turnier wäre vielleicht auch mal ganz witzig. So, leg dich einfach mal dazu. Habt ihr schon wieder die Seiten gewechselt? Eigentlich war doch die rechte Seite seine. Hm. Plötzlich ist es selbstsicher. Ah. Pudge, sicker Fuß. Hoho. So, weißt du was? Dann kriegst du es mit die linke Seite. Wohl nee, du kriegst die linke Seite. Das sollte jetzt passen, ne? Ja. Dann haben wir wieder Ordnung drin. Du hast Lust, was zu essen? Cool. Dann mal los. Oh, du bist auch direkt wieder wach. Techtelmechtel, ja, können wir vielleicht gleich direkt mal machen. Nach dem Essen. Ach, es ist schon wieder weg. Verdammt. Aber schön, dass ihr zusammen esst. Freut mich. Oh, direkt mal sich trennen. Moment, da war es doch gerade. Und halt kennenlernen. Du bist auch langsam fit, ne? Chimere Jabin Slothish. Barsip Neebs. Jabin. Korsoy. Sibu. Ushwabi. Die alten Zeiten, ja, die wir so lange nicht mehr gesehen haben. Oh. Tiru Oberoi. So, ist es noch das rechte Mächtel? Aber das heben wir mal auf. Kennenlernen ist auch okay. Runde bilden. Wow. So, räum doch mal deinen Teller weg. Mensch, Mensch, Mensch. So, genau. Unterhaltet euch noch ein bisschen. Wenn ihr fertig gegessen habt, dann, dann könnt ihr mal rumtechtelmechteln. Oh, Jaborn! Schönen Fleben Jansoga! You missed? Aha. Wadida. Freeba, from, Omof, das Mikos Karenzi, Funchil Bratza, Spopam, Shalbo Barleen, Shaima Kabij, Buru. Was für eine Pitch, ich weiß ja auch nicht. Glarn. From? So, räum mal auf. Und dann, Lüdü. Baby noch nicht. Einfach Techtelmechtel, das geht schon. Ah, Bogendro. Oh, oh, yes, an offer. Was eine Offer. Ja, ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir auch vorstellen. So, viel Spaß, ihr zwei. Viel Erfolg bei der ganzen Sache. Vielleicht sind sie jetzt dauernd kokett, wenn sie hier im Ding sind, ne? Was vielleicht nicht schlecht ist. Ja, ich glaube, das war doch ganz erfolgreich.
Ihr seid schon wieder falsch rum. Na gut, vielleicht sind sie jetzt da so ein bisschen durcheinander gekommen. So, Lena Knuddel, ja, das können wir machen. Und dann direkt mal die Technik kritisieren. So wird das aber nicht gemacht. Genau, kennenlernen hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ist das Knuddeln? Ich denke, wir werden es rausfinden. Naja. Ein wenig launisch geworden, auch nicht verkehrt. Stimmt, die Gitarre. Wollen wir denn hier küssen? Rose anbieten? Leidenschaftlich küssen natürlich. Ist die im Inventar? Oder im Haushaltsinventar? Ich hatte ja doch mal was Vorlinchen beim letzten Mal schon gesagt hatte, mal mich in diesem Newsletter angemeldet, aber scheinbar ist noch nichts angekommen. Ah ne, doch, da ist er. Okay, cool. Ein bisschen bessere Digitam. Weiß nicht, Foto haben sie ja nicht so. Erstmal. Aber schaden kann sie ja nicht. So, das kann auch nochmal gehen, dass wir hier ein bisschen Ordnung haben. Das wäre ganz sinnvoll, wenn wir hier die... wenn die das beibehalten würde, quasi wenn der Gitarrenständer halt da bleibt und die halt die Gitarren immer wieder zu dem Platz zurückstecken. So, Feuer frei. Das mit dem Kuss ist, glaube ich, halt schon längst weg gewesen. Naja, ich glaube, sie hat sich trotzdem drüber gefreut, ne? Gemein sein, ne? Ich glaube, das ist das, was das konzentriert macht, oder der Rechner? Ich weiß ja auch nicht. Balconaro. Narschgall. Du hast Bock zu duschen? Okay, mach mal. Das ist ja auch in Ordnung. Dann könntest du, glaube ich, noch ein bisschen Gitarre üben, ne? Komm mal her. Soziale Medien, wer braucht denn sowas heutzutage? So, mach jetzt selber Musik. Na gut, das ist halt die Gitarre vom Tod. Vielleicht können wir danach noch eine Death Metal spielen. Dumm, die dumm, die dumm. Ja. Ich hätte kurz überlegt, aber das würde halt auch keinen Sinn machen, wenn es halt eine Fähigkeit Gitarre und eine Fähigkeit E-Gitarre gibt, weil das ist nicht so ein großer Unterschied. Du warst gerade duschen, das hättest du noch eine Kaltduschen können.
Ja, setz dich einfach ins Bett, da kannst du vom Bett aus weiter. Ah ne, gut, warte, stopp. Geht das? Ja, ich glaube nicht so wirklich. Sorpel. Ja, ich glaube, so das Wahre ist es aber nicht, ne? Gut, was könntest du denn mal machen, meine Liebe? Eine Runde schwimmen gehen? Oder willst du auch noch kommen? Wir könnten gleich eine Runde joggen. Wäre auf andere Gedanken. Schon wieder konzentriert. Also ein Schachtisch. Ich glaube, die Outfits könnte ich mir vielleicht auch mal noch anschauen von ihr. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ob ich da irgendwas großartig umändern will. Jo, aber dann mach du mal. Wie viele Punkte hast du denn? Kennenlernen, habe ich das schon angepinnt? Nö. Dateplan, boah. Ist ja auch okay. So, mit der Pinnwand war jetzt auch erstmal nichts Neues, okay. Ich speichere mal gerade ab. Sicher ist sicher, obwohl es läuft ja tatsächlich erstaunlich. Ich glaube, abgestürzt ist halt tatsächlich noch gar nichts bisher. Ah, die das gleiche. Rennt ihr auch im Dings hier rum? In Unterwäsche? Du hast immer noch Spaß, das ist schön. So, gemein sein. Oh, komm, das haken wir einfach mal weg. Genau, nach ihrem Tag fragen, das ist doch schön. Das ist doch wesentlich effizienter. Adam? Viel zu weit? Bedrängen. Hey, Post. Super, das könnte... Ah gut, wir kriegen es gerade so hin. Da muss aber dringend jemand wieder arbeiten gehen. So, danke für die Post. Rechnungen. Jeder liebt sie. Und ich glaube, das führt genau auf Fitness. Haben wir jetzt ein bisschen gesteigert. Das ist schön. Und provoziere mal eine Runde. Sehr gut. So gehört sich das, meine Liebe. So gehört sich das. Naja. Wie gesagt, jetzt wo es mal nötig wäre. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Leute, dass hier ein bisschen mehr Dreck bleibt. Dass hier ein bisschen mehr Dreck rumwuselt. Dass die Putzkraft auch lohnt. Wir waren ja nicht einmal da bisher. Dann sollte sich erstmal jeder soweit beschäftigt. Und Level 4, cool. So, gerade gucken, okay.
sehr schön ausdauernd. Da kann man nicht meckern. So lobe ich mir das. Müsste sich auch mal wieder mehr und ausdauernd machen. Aber ja, du hast ja deine Stufe gemacht, dann darfst du jetzt mal als Belohnung duschen gehen. Oder guck halt noch ein bisschen mit. Ja, wir können gleich plaudern, ich gehe noch eine Runde duschen vorher. So, ihm geht's halt so okay. Dann will ich aber tatsächlich mal gerade gucken, wie wir euch... Ich glaube, ihn will ich auch ein bisschen mehr Fleisch wieder dran packen. Das ist... Das war jetzt doch ein bisschen zu dünn. Aber gut, so, das Standardding können wir eigentlich lassen, soweit bei ihr. Hast du als Ausgeh... Das hat aber auch was. Ich meine, so viel Auswahl haben wir ja nicht. Ja, kann man nicht meckern. Sportkleidung hier mit Lama. Ich weiß ja nicht. Soll ich jetzt langsam mal was mit Ziege anziehen? Na, nicht unbedingt. Ja, vielleicht mit Jogginghose. Farblich. Muss eher so einen Rotton mal verpassen. Andererseits muss Sportler dann wirklich so zueinander passen. So, Schlafanzug, süße Träume. Ja, komm, das ist doch hier mit Fittergedöns. Ich glaube, die Ausgekleidung ist auch soweit okay, ne? Obwohl, Ausgekleidung ist ja nicht so ganz, vielleicht ein bisschen was Legereres. Ja. Ein Ritterturnier gehen. Ich glaube, das hat mir gerade ganz gut gefallen. So. Ja, Badebekleidung. So wie in Streifen. Ja, doch so ungefähr. So, warmes Wetter. Ja, ist okay.
kalt passt das, glaube ich, auch ganz gut. So was an Kombinationen, nö. Ja, ich glaube, wir machen es so. Gut, damit hätten wir dich soweit fertig. Dann kommen wir mal zu dir, mein Lieber. Und, wie gesagt, du könntest ein bisschen... So, wieder ein bisschen Zeug hier auf die Rippen bringen. Aber ich glaube, das würde es ja einfach nur muskulöser, oder? Hast du irgendwie eine schiefe Brust? Kann man nicht irgendwo noch mal die Dings umstellen? Also die Gesamtkörpermaße? Persönlichkeit brauchen wir gerade nicht. Beziehung bearbeiten ist okay. Mischer Gang, strammer Gang. Na komm, packen wir mal auf Selbstbewusst. Ich glaube eher das. So, das wäre aber halt Gesicht. Das ist ja in Ordnung soweit. Obwohl, wir könnten gerade mit... Bart ist im Moment eher so. Ich will ja alle drei Tage den Bart hier nachbearbeiten. Ich glaube, ich hatte, glaube ich, extra die Brille weggelassen, oder? Gut, also Bart wurde soweit überarbeitet. Naja, lassen wir mal so fürs Erste. Vielleicht kann man das wegen des Tranks jetzt nicht mehr ändern. Oder halt im Nachhinein nicht mehr ändern. Ah, war tatsächlich jemand jetzt mal zum Putzen da. Na, endlich. Dumme ist, dass es jetzt genau jetzt kommt, wo ich gerade kein Geld habe. So, dann bat du mal weiter. Was hast du? Du bist natürlich wieder am Zocken. Wie üblich. Kennt man ja nicht anders. Oh, Yipsy.
Wir könnten wirklich mal. Was haben wir denn an Karrieren da eigentlich? Plushy. Nimenu. Ja, ich weiß, dass du gerade am Zocken warst. Wenn wir zumindest schon mal grob reingucken, weißt du nicht, für was ich mich dann im Endeffekt entscheide. Astronautin, ich glaube, das war relativ, ja, relativ viel auf Körperfähigkeiten. Wie sind das? Gucken, Entertainer. Leicht, Freelancer hätten wir noch. Geheimagent war, glaube ich, auch ganz lustig. Koch, wie gesagt, muss sie ja nicht unbedingt können. Malen, Schriftstellerin, Sportlerin, Spielbeeinflusserin, Technik-Uhr haben wir ja schon. Verbrecherin wäre vielleicht noch was. Okay, und dafür brauchen wir dann die entsprechenden Packs. Ich meine, das wird auch auf jeden Fall gut, aber ich glaube, da brauchst du viele soziale Skills. Ich bin noch gar nicht mal so sicher hier. Trainer, na gut, am Anfang gibt es halt auch schon relativ viel. Das ist, glaube ich, am Anfang wenig und wird dann aber nachher ziemlich viel. Allerdings hätten wir ja auch jemanden, der, der halt schon Geld da hat und Geld reinbringt. Entsprechend Investoren. Ah, nee, das sind Zeit. Okay, das können wir mal. Das sind aber Teilzeitangebote. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Ja gut, würde ja auch wenig Sinn machen, wenn die jetzt hier, ich meine, gut, die Leute halt dazu bringen, die Erweiterungspacks zu kaufen, aber ich weiß es echt nicht. Wie gesagt, was hast du denn so an Dings da? Fitness, Angeln. Angeln ist so das Höchste, ne? Geige, man auf Level 2. Oh, müssen wir noch eine Geige kaufen? Gut, und Videospiele halt. Aber die sind ja hier nur am Zocken. Natürlich. Ehemalige, also, nee, Mitwohnerin oder Schwester, was war das noch? Ich glaube, war die Schwester. So. Unterhaltet euch mal so ein bisschen, ne? Teenager, okay. Ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich die Schwester dazu. Kann man das nachschauen? Doch, die Tochter? Okay.
Dom. Oh. Nushdam Velea? Widava? Going to Burnoy? Na, warst du doch etwas jünger, als du die gekriegt hast, ne? Dann erklärt es aber, warum die ab und zu vorbeikommen will und, ja. Gedöns. Also, mal schauen. Vorbeischauen will, das meinte ich. Ich glaube, wir sollten auch die anderen Leute mal wieder öfter kennenlernen. Ach ja, wo wir schon dabei sind. Hallo. Kommen Sie mal rein. Na, Morty. Wie ist es? Wie geht's dir so? Du gehst jetzt wieder, oder wie? Oder bist du erstmal das Ganze hier begutachten? Gaunen. Yasinar Plitha. So, dann genau, unterhaltet euch doch mal schön. Stefan. Stefan Großkreuz. Heißt der Stefan oder Kevin? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann auch gut sein, dass es Kevin ist. So ein richtiger Kevin. So, aber scheinbar haben sie einigermaßen Spaß hier, das ist doch gut. Dann, genau, können wir über Kochen reden, Interessen. Find doch mal ein bisschen was raus, genau, nach Karriere fragen. Fähigkeiten prahlen. Freelance-Artikelschreiber, aha. Oder so Geld mitverdient? Oder ist es die Frau, die das Geld reinbringt? Wohl, wahrscheinlich, je nachdem, wie bunt das ist. Norm! Seraphie! Bayapardu! Skizna Plushi! Phanosa Labrachus! Gorch Botane! Dwee! Farobi Physique! Fazoob! So, dann habt ihr aber mal Spaß, ne? Ruthelfina! Ach schon, wir haben uns gar nicht vorgestellt. Ah, Fricka Janae! So, ich date übrigens deine Mutter und war schon mit der wie oft im Bett, aber dich kenne ich noch nicht. Hallo, Tochter. Sehr gut. Läuft. So, Zeit für Abendessen? Ja, gut. Würstchen grillen? Meinst du, das geht gut? Ja, der neue Gang ist doch ganz schön. Wir haben kein Geld, was Neues zu kaufen, fällt mir gerade auf. Bitte nicht abfackeln. Wo, ich glaube, du hattest Rang 2 oder 3. Wäre dann nicht ganz so schlimm. So, dann esst mal alles schön. Und verloben, hm? Das waren, glaube ich, die Veggie-Burger, genau. Isst du halt allein da draußen weiter? Beziehungsweise drin. Naja. Freundin kann ja auch mal ein bisschen was kochen und Spaß mit den Leuten haben. Ich glaube, das mit dem Verloben machen wir irgendwann später mal. Den Fisch fangen, ja.
Aber ich glaube, die haben Spaß. Das ist schön. Du räumst hier mal bitte auf. Dann kannst du hier noch ein bisschen dazusetzen. Wohl, geh erstmal aufs Klo. So, ja gut, wir können mal gucken. Ich glaube, die gehen ja auch irgendwann von alleine, von daher. So, ihr seid langsam wieder fertig. Dann räumt bitte mal noch auf, genau. Ja, sorry Mortimer. Dann lassen wir dich halt alleine da stehen. Du hast doch hier eine Waschmaschine. Hab ich? Ich habe auch hier ein Spülbecken, ne? Ja. Hm. Naja, gut, du räumst. Das ist gute Gastgeberin. Nur Kaffee muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir haben doch kein Geld. Das könnte jetzt echt knapp werden. Na, wenn, penn doch mal richtig. Andererseits, ihr geht ja von selber, ne? Na gut, dann trink du mal noch deinen Kaffee und dann ab ins Bett. Sehr schön, macht's gut. Schön, dass ihr da wart. Wambo? Charb? So, leeren, aufräumen, schlafen. Ja, das war doch wieder die andere. Die schlafen alle, wie sie wollen. Macht jeder, was er will hier. So, gute Nacht, ihr zwei. So, guten Morgen, dann, sind wir so gute Nacht, Mitternacht aufgestanden. Ein Schaumbad, ja, warum nicht? Hier geht's ja auch noch soweit gut. Ah, das können wir noch abstellen. Draußen jemand Musik angemacht, das geht doch alles auf die Rechnung. Ich glaube, du hast heute auch noch frei, ne? Ah, ne. Heute ist wieder arbeiten. Okay, gut. Das heißt, es bringt wieder, kommt wieder Geld. Sehr gut, sehr gut. Hätte ja etwas knapp werden können. Übrigens, hast du halt ja quasi noch den ganzen Tag Zeit. So, du bist immer noch Energie geladen? Na gut. Dann war der Kaffee weg. Ne, du kannst eigentlich eher mal joggen gehen, Kollege. So, dann müssen wir. Ich glaube, das war eh schon relativ. Oh, guck mal, Level 6 haben wir da schon. Sehr gut. Charisma ist fast auf Level 7, ne? Schau mal einer an. Gut, während du joggen gehst, was haben wir denn noch im Kühlschrank? Das ist jetzt neu, genau 5 haben wir noch. Davon noch 3. Und davon nochmal 5. Okay, gut, da brauchen wir die nächste noch nicht mehr.
Nicht mehr einkaufen. Die waren ja soweit noch, das Einkaufen erstmal selber machen, meine ich natürlich. Und die waren ja soweit auch noch fit, die Dinger. Zarzoob? Oh. Können wir mal gerade warten, wie sieht es bei dir mit Hunger aus? Okay, ja gut, die haben ja gleichzeitig gegessen, dann können die gleich zusammen was essen. Ne, Wasser nicht. So, hast du die Tour jetzt durch? Einigermaßen, wie es scheint. So, das könnt ihr gleich machen. Jetzt nehmt euch gerade mal ein paar Reste hier raus. Kommen wir auf Fernsehen zu gucken, ist jetzt mal mit ihm. Wie du? Ja, gut, dann kommen die Veggie-Burger nämlich auch mal weg. Und du setzt dich hoffentlich dazu. Ja, ich glaube, das haben sie wahrscheinlich schon so programmiert, dass das dann. Ja, dass die dann, wenn sie schon mal zusammen irgendwo rumgammeln, dann auch zusammen essen. Ist ja schön, freut mich. Das freut mich. Wir könnten eigentlich noch ein paar Selfies zusammen machen, geht das? Habt ihr euch gerade gefetzt? Aber ja, du musst ja auch mal gucken, dass du ja Follower kriegst. Kann ja nicht sein, dass du hier mit einem Social Media Guru zusammenlebst und nichts an Followern hast. Muss ja schon. Muss hier mal ein bisschen pushen, ne? Aber scheinbar sind sie gut geworden, die Burger. Aber ich glaube, die waren auch ausgezeichnet, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Eine unverschämte Geschichte. Na, mach mal. Aber ich glaube, euch geht's gut und das ist schön soweit. So möchte ich das gerne haben. So, wie ist es? Gut, es ist halt auch 3 Uhr nachts. Eventuell musste er vorher nochmal einen kurzen. Ja, dann räumt bitte auf. So, genau. Hab mal 12 Follower. Es fängt gerade erst an. Du könntest aber auch tatsächlich auch mal eine Runde livestreamen. Hältst du davon, wenn du ein bisschen, dass du noch ein bisschen Geld machst? Oder, achso, ich glaube, brauchst du Level 3 oder so. Du könntest mal wieder ein bisschen Gitarre üben. Oder Kleber zum Spaß ist auch okay. Techtelmechtel könnte man natürlich auch mal wieder machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Fast den ganzen Tag lang. Aber ja, das hört sich mittlerweile schon besser an. Es wird ja. So, flirten möchte da jemand? Können wir gerne machen. Und küssen.
und über Fitnesstechniken reden. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Na gut, Anfang lädt er auch noch. Oder achso, machst du das nicht, weil du noch am Gitarre spielen bist? Das mit dem Nacht-Tag-Fahren hat immer noch nicht funktioniert, wie es aussieht. So, Buch lesen. Stopp. So, jetzt mal in Ruhe. Du flirtest. Und dann wird geküsst. Da wäre Knuddeln. So, du wirst verspielt und Lenata fragen. Machen wir das auch noch. Ja gut, kennenlernen hatten wir eigentlich quasi schon. Und dann nach Tag fragen. Go. Dann mach die jetzt mal. Ich glaube, der Freundschaftsbalken ist gerade so ein bisschen runtergegangen, sehe ich gerade. Ja, vielleicht ein bisschen mal andere Sachen außer Romantik machen. Das könnte auf jeden Fall helfen. Tenebib, Meepew, Aquila, Quinarb, Mervais, Drobel. Varpasa Essenoi, Trofa, Bahushu Foibi, Florib Essenoi. Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen gerade. Chinosa Bomis, Gnilzia Kruz. Schwabe. Und schon geht's wieder besser. Was für ein Kuss alles richten kann. Zilnoi. Schimmel. Laimana Jasapa. Philibok? Ah, Kangaroo. Snaby Gobi. Zerf. Binkapa. Sigluna. Ah. Gut, dann ja, unterhalte euch noch ein bisschen. Du musst gleich auf Toilette. Dann nutzt das doch gerade mal. Ist ja, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, vielleicht eine Runde Computer, genau. Stimmt, so viel hast du ja auch nicht mehr. Was da noch fehlt. Ja, ich glaube, ihr habt Spaß, das ist gut. So, war jetzt noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Oh, Yips!
zockt mal schön. Ah ja, gut. Bisschen was an Followern zugepackt. Ganze 2 Dollar, aber das war, glaube ich, nicht unglaublich lange. Aber es wird die Social-Media-Karriere erweitert sich. So, Level 5. Cool. Waschbecken und Badewannenstopfen. Das können wir hier direkt mal ausprobieren. Oder wenn wir irgendwo zu Besuch sind. Ich glaube, das ist dann wesentlich witziger. Vor allem für uns. Ja, muss es halt noch 8 Stunden überbrücken. Das sind dann einige. Obwohl, jetzt ist ja egal. Wir haben ja. Wir können ja nicht mehr aufsteigen. Von daher. Können wir uns halt nur noch hocharbeiten. Gucken, was dann so an Sachen kommt. Ich glaube, wir sollten jetzt auch demnächst erstmal nichts Neues mehr kaufen. Teilweise geht das ja schon ins Geld. So, hallo Berlinchen, willkommen. Aber das wird ja doch, haben sie ja ihre 2 freien Tage gut ausgenutzt. So, meinst du wegen Geldmangel? Ja. Eine Pizza ist ja auch noch drin. Sonst müssen halt mal 2 Tage hungern. Das ist ja auch kein Akt. Werden die schon überleben? System. Benar Pelka. Bekopsa. Ah. Bon and Gravi? Oh, Yibs. So, aber dann. Oh, Yibs. Chimere Jabin Slawfish. Simbab Krako. Jabin. Shimabu. Könnt ihr mal ein bisschen miteinander rumplaudern? Floyma Sharnuf? Oh, Yoyim. Lamina Galpa Watini. Parsip Neeps. Nulitz. Corsoy. Shishay. Deroy. Grobble Hina. Grobble Nerx Dari. Afarb. Delso. Tribs. Iba. Schwabi Koiba. Yebu. Panka. Bazi. Schwabi Frong Fanage. Foibi Brihe Felpa. Griff the Bull. Ah! Oh, das war nicht so das Wahre. Wusch, Buna, Rom, Bamsai, Zivka, Dimpish. Okay, irgendwie geht das. Ich glaube, wir müssen mal wieder techteln.